mein erstes Date, da muss ich, glaube ich, 11 gewesen sein, wenn ich mich richtig erinnere. Das war nach der Schule mit meinem damaligen Schwarm, also mit 11, wie es so ist, mit meinem Schwarm der Woche, hat er mich beim Nachhauseweg von der Schule an eine Eisdiele eingeladen. Und wir haben damals die Lieblingssorte des jeweils anderen probiert. Das war Joghurt und Tiramisu, was ich jetzt in meinen heutigen Date-Erfahrungen super romantisch finde. Und das Beste ist, ich habe Tiramisu-Eis für mich entdeckt und es ist bis heute einer meiner Lieblingssorten. Also von daher war das Maximum Output aus diesem Date damals. Ich ertappe mich sehr oft dabei, dass ich mich frage, wenn ich was lese in einem Buch, ist das jetzt ein Gedanke von Feli oder spreche ich da selber? Also das ist sehr lustig, da verschwimmen die Grenzen ziemlich. Im Endeffekt hoffe ich, dass ich nicht so zwangsneurotisch bin wie Feli, aber was wir auf jeden Fall gemeinsam haben, ist fokussiert auf ein Ziel zu gehen und da einfach optimistisch bleiben, ohne eigentlich so einen Plan B zu haben. Ich muss sagen, wirklich schlimm war eigentlich kein Date, weil ich lerne einfach sehr gerne Leute kennen. Und da waren sehr viele absurde und skurrile Geschichten dabei, aber bei meinen Recherchen mit Freundinnen, anderen Single-Frauen oder auch Single-Männern habe ich ganz andere Sachen gehört, die es dann auch in mein Top-10-Ranking und ins Buch geschafft haben im Endeffekt, wie eine Frau, die sich vor Nervosität übergeben hat beim Date oder ein Mann, der sich einfach mal ausgezogen hat und dachte so, jetzt geht's los beim ersten Date, also da war alles dabei. Also ich persönlich dachte mir immer danach, naja, im Endeffekt hast du was zumindest zu erzählen und du hast jemand Neues kennengelernt und ja, also ich bin da eigentlich immer relativ positiv rangegangen. Auch ich bin sehr schnell in diesen Dating-Marathon verfallen. Auch wenn ich jemand bin, wie viele andere, die sagen, niemals probiere ich Tinder aus und ich suche auf gar keinen Fall einen Mann online und ich lasse es auf mich zukommen. Naja, nein, das macht man nicht. Irgendwann kommt der Punkt, da probiert man diese Sachen aus und so schlimm und oberflächlich man es am Anfang findet, man kommt da sehr schnell rein, dass man auch hin und her wischt auf Tinder und anfängt nach Quantität Dates auszumachen, nach dem Motto, viel hilft viel. Und da kann es dann schon sein, wenn man dann zum 10. Mal innerhalb von ein paar Wochen die 5 Ws beantwortet, also wie alt bist du, wie heißt du, wo wohnst du, was machst du, was sind deine Hobbys, dass man sich denkt, naja, habe ich da jetzt Lust drauf oder bleib lieber daheim und lass mir ein heißes Bad ein und lese ein Buch. Also ja, da habe ich mich auch ertappt manchmal. Ich hatte ja einen Countdown von 150 Tagen, den musste ich ja einhalten. Nee, also das war es ja nicht nur. Also 150 Tage Dating, das funktioniert ja im echten Leben nicht so. Aber es ist natürlich schön, wenn man sich ein Ziel setzt, wo man darauf hinarbeiten kann, wo man optimistisch bleiben kann und bis dahin klappt es. Ein perfektes Date. Also da gibt es natürlich diverse Kriterien, die dafür sprechen würden, aber ich muss lachen, weil ich selber super kitschig finde. Aber es ist halt nach wie vor so, dass bei einem perfekten Date zwischen den zwei Menschen was passieren muss. Und ich nenne es immer den Wow-Wow-Wow-Moment. Und bei mir habe ich festgestellt, wenn ich meinem Gegenüber nicht mehr in die Augen schauen kann, dann ist da was. Also ich bin ja grund nicht schüchtern. Und wenn mich aber derjenige anguckt und ich weiß ja nicht mehr, wohin ich gucken soll und ich kann ihm nicht in die Augen gucken, dann ist da ja, der Funke, wie man es halt kitschig nennt. Und wenn das da ist, dann kann eigentlich alles schief gehen beim Date, dann kann es in Strömen regnen, man kann vergessen, die Rechnung zu bezahlen, man kann scheiße ausschauen, das ist dann alles egal. Ich wünschte, es gäbe einen ultimativen Tipp, wo man am besten einen Partner kennenlernen kann, weil dann wäre ich da sofort gewesen. Aber ich habe Freunde, die haben sich über Tinder kennengelernt, online, im Supermarkt, in der Bar, also es ist alles möglich. Man kann auch den Mann fürs Leben finden, wenn man im Drogeriemarkt gerade Tampons oder Abführtabletten kauft, was ja eigentlich super peinlich ist, aber auch da kann man jemanden kennenlernen. Oder wenn man total verschwitzt vom Joggen kommt und scheiße ausschaut, wenn man einfach ausstrahlt, dass man Lust hat, jemanden kennenzulernen, dann trifft man jemanden. Und das ist leider ortsunabhängig und da gibt es halt leider keinen Tipp. Es gibt sogar schon ein neues Blogprojekt. Und zwar geht es in einem neuen Blogprojekt um eine Frau, die eben den perfekten Typen jetzt gefunden hat.
und aber sich noch nicht so traut, mehr auf ihn einzugehen. Und deswegen vereinbaren Mann und Frau eine 150-Tage-Testphase, also 150 Days mal wieder, und wollen da eben unverbindlich bleiben. Und das Neue ist, dass tatsächlich Mann und Frau abwechselnd schreiben. Das heißt, der männliche Gegenpart, Leo, schreibt selbst und reagiert auf mich und meine Einträge und auf die Dates. Das heißt, ich weiß auch nicht, wie es ausgehen wird. Es ist bis jetzt sehr spannend und ja, mal sehen, wie es ausgeht.